lange das dauert, ist immer noch so 20 Sekunden. 10 Sekunden, 10, 9, 8, gleich sind wir live, dann ist alles gut. Schwade ist live. So, wir sind live drauf, Marcel. Wir sind live drauf. Guten Abend, Flossmar Schwade. Guten Abend, Köln. Ich hoffe, ihr strahlt alle so wie wir hier vor dem Bildschirm nach dem wunderbaren Derby-Sieg. Zunächst möchte ich um Entschuldigung bitten, dass wir so spät dran sind, aber das Wetter und die Technik haben uns ein bisschen aufgehalten, sodass wir eine halbe Stunde Verspätung haben. Aber jetzt herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte direkt starten, unsere wunderbare Runde begrüßen. Fangen wir mal mit dem Herrn Karl-Heinz Thielen. Herzlich willkommen, Herr Thielen. Guten Abend. Guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Dieter Müller, ich grüße Sie. Schön, dass es geklappt hat. Auch hier herzlich willkommen. FC-Legende, Torjäger, immer noch Rekordtorschütze mit 6 Toren in einem Spiel, ne? Ja, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Pierre Littbarski, guten Abend nach Wolfsburg und herzlich willkommen bei uns bei Lossmar Schwade. Ja, hallo. Grüße Sie. Dann machen wir weiter mit dem Dirk Lottner im fernen Cottbus. Hallo Dirk, ich grüße dich. Guten Abend, grüße euch. Und last but not least, der Sportchef vom Kölner Express, Marcel Schwammborn. Grüße dich, Marcel. Hallo. Herr Thielen, fangen wir mit Ihnen an. Wie haben Sie das Spiel eben gesehen? Haben Sie ein Strahlen auf dem Lächeln, ein Lächeln im Gesicht, wie ich sehen kann? Naja, zunächst hat man ja nicht daran geglaubt, dass dieses Ergebnis zustande kommt. Aber je länger das Spiel ging, die ersten beiden Tore waren von beiden Seiten glücklich. Und dann hat sich der FC defensiv sehr gut eingestellt. Den Gladbachern ist nichts eingefallen, außer den Ball hin und her zu schieben. Entscheidend ist das Ergebnis, das beruhigt besonders die rheinische Szene hier. Und trotzdem sind wir immer mit den Gladbachern befreundet. Und solange sie gegen uns verlieren, bleibt das auch so. Das ist ja nicht so oft der Fall, dass sie gegen uns verlieren. Insofern kann man sich umso mehr heute freuen. Ne? Genau. Dieter Müller, Ihr Fazit zum Spiel als Torjäger war ja von Gladbach die Offensive nicht allzu viel zu sehen. Ja, also ich muss sagen, das war ein verdienter Sieg. Die Kölner haben das für ihre Verhältnisse super gemacht und die Gladbacher waren sicherlich enttäuschend. Auf dem Spiel nach vorne war ja relativ wenig, hatten auch keinen Plan, keinen großen Plan. Das muss ich dazu sagen, war ziemlich enttäuscht von den Gladbachern. Und für die Kölner war das natürlich ein ganz wichtiger Sieg, vor allem nach der Niederlage in Regensburg. Da habe ich es mir auch angesehen und das hat mich auch, das Spiel war ziemlich enttäuschend. Da hatten wir auch überhaupt keine spielerischen Mittel, auch die Regensburger mal richtig auszuspielen. Und da hat jeder jetzt heute gekämpft für den anderen und nur so kann es gehen. Und ich denke mal, der Sieg war für den Verein, für das Umfeld, für die Leute unheimlich wichtig. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen als Kölner und auch als FC-Fan. Pierre Littbarski, Sie haben sich zweimal gefreut, ne? Einmal als ehemaliger FC-Spieler, aber ich denke, auch als Wolfsburger war das ja auch ganz genehm, dass die Gladbacher keine Punkte geholt haben. Ne? Ja, natürlich, klar, aber ich glaube, Dieter hat es ja schon gesagt, es war verdient. Und wenn man so die Spieler nach dem Spiel gesehen hat, die haben sich wirklich als Truppe gefreut und das merkt man auf dem Spielfeld. Die sind füreinander gerannt, die haben Räume zugemacht. Und wie schon gesagt, die Gladbacher, die haben sich wahrscheinlich auch ein bisschen verpokert mit der Aufstellung. Viele auf der Bank gewesen, um ein bisschen Kräfte zu sparen. Und das kannst du heutzutage nicht in der Bundesliga, weil das ein Daily Business ist, also jede Woche. Und für die Kölner ganz wichtige 3 Punkte, besonders weil man sieht, was da im Abstiegskampf los ist. Also das gibt Selbstvertrauen. Dirk, ich weiß, du sprichst ungern schlecht über Trainerkollegen, was ja sehr für dich spricht, aber hat sich der Herr Rose heute verzockt bei der Aufstellung? Ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, mich interessiert die Aufstellung von Gladbach relativ wenig. Ne? Und wenn das Ergebnis dann noch dabei herauskommt, ist es mir noch mehr egal. Ne? Ich finde einfach, das, was unsere Mannschaft heute gut hinbekommen hat und die taktische Aufstellung, die gewählt wurde, nämlich mit einem klaren Sechser, mit 2 Achtern auf der Halbposition das Mittelfeld zu stärken, hat dazu geführt, dass die Gladbacher mit ihrem Vertikalspiel, mit dem Spiel zwischen den Linien überhaupt keine Ideen hatte, keine Lösung hatte, dort durchzukommen. Wenn er mal durchkam, waren sie sofort in den Zweikämpfen verwickelt. Und die Gladbacher haben grundsätzlich es nicht geschafft, einfach Tempo in ihre Aktion zu bekommen, das Spiel mehr über die Flügel aufzureißen gegen eine Dreierkette. Und ich denke, dass das ausschlaggebend war für den Sieg heute. Das Zentrum war zu. Das Spiel, was Gladbach immer wieder auszeichnet, vertikal in die Gassen da rein, konnte heute nicht so stattfinden und das hat die Mannschaft richtig gut gemacht und von daher von Gisdol mit Sicherheit ein sehr guter Schachzug heute, das Zentrum zu stärken.
Und es war ja recht mutig, mit Esibue und Cestic zwei Spieler zu bringen, die ja vor zwei Wochen in Hoffenheim früher ausgewechselt wurden, beide wieder ins Derby reinzuwerfen. War mutig, hat funktioniert, ne? Ja, wenn du Dreierkette spielst und beide Außen halt die ganze Seite bearbeiten müssen, dann brauchst du halt Leute, die A, konditionell dazu in der Lage sind, B, aber auch vom Tempo in der Lage sind, immer wieder mal sich vorne mit einzuschalten. Ja, und das war heute auf beiden Seiten der Fall, auch mit Jakobs über die linke Seite, der sich immer wieder mal situativ mit einschaltet, immer wieder dafür sorgt, auch den Gegner hinten zu binden und zum Laufen zu bringen. Also von daher denke ich, eine sehr, sehr geschlossene, disziplinierte Mannschaftsleistung und kämpferisch halt natürlich, klar, auch eine sehr, sehr gute Leistung. Super. Marcel Schwammern, eine bewegte Woche für die Kölner Sportjournal, hier mal wieder. Bist du jetzt persönlich froh, dass sie mit einem Derby-Sieg endet? Wahrscheinlich ja, ne? Absolut. Also das war jetzt vor allen Dingen jetzt gestern, seit gestern Abend nochmal mit der Videonummer aus dem Bus ein bisschen doch zu viel Negatives vor diesem Spiel. Da hatte man doch seine übelsten Befürchtungen. Erst das Pokal aus, dann die Unruhen um den Pressesprecher, jetzt gestern noch diese Videoaufnahme und den Wirbel heute den ganzen Tag über, der auch bei der Mannschaft heute großes Thema im Hotel war vorm Spiel. Und dass dann aber trotzdem so eine Leistung dabei rauskommt, zeigt mir dann doch, dass auch vor allen Dingen der Trainer die Mannschaft erreicht. Das wird ja auch mal so ein bisschen in Frage gestellt. Aber es war jetzt der x-te Fall in dieser Saison, wo die Mannschaft in dem Moment, wo man eigentlich dachte, es könnte vielleicht für den Trainer kritisch werden, eine große Leistung gebracht hat. In Dortmund war das so, jetzt heute auch wieder. Also wenn man ein Problem mit dem Trainer hat, schmeißt man sich nicht so in die Zweikämpfe und haut sich nicht so rein. Und von daher, denke ich, war ein gutes Signal für diesen schweren Monat mit schweren Spielen. So ein Dreier, der hilft dann doch schon mal vor den nächsten Wochen. Hat es dich persönlich überrascht, dass der FC von Anfang an auch körperlich direkt so präsent war und so massiv dagegen gehalten hat? Warst du angetan davon? Ja, das war beeindruckend zu sehen, wie sie da in das Spiel gegangen sind. Allerdings auch, ich muss Litti ein bisschen auch dabei pflichten, für mich ein absoluter Coaching-Fehler von Marco Rose. Man kann natürlich sagen, wir haben bald Champions League und schwere Wochen, dann kann man vielleicht mal ein, zwei Leute rausnehmen, aber 6, 7 Leute rauszunehmen, das war dann doch eindeutig zu viel. Man merkt, er hat das in der zweiten Halbzeit ja versucht zu korrigieren, aber da hat er sich doch, denke ich mal, völlig verrotiert. Es gab jetzt auch schon einige, die sagten, na, vielleicht denkt er ja auch schon an seinen möglichen nächsten Arbeitgeber Borussia Dortmund, der nicht so richtig in die Gänge kommt und er möchte vielleicht dafür sorgen, dass Borussia Dortmund nicht aus den Champions-League-Rängen rausfällt. Und also das war für mich beides zusammen. Also eine sehr, sehr enttäuschende Gladbacher Vorstellung ohne Körpersprache, schlechte Aufstellung, schlechtes Coaching mit einer Leidenschaft bei der FC-Mannschaft zusammen. Ist es dann zu diesem Sieg gekommen. Herr Thielen, ich weiß, Sie sind ja ein Freund von Offensivfußball und immer mit Schwung nach vorne zu spielen und haben das selber so praktiziert, aber auch mal, als Sie der Manager waren, hat der FC ja mal erfolgreichen Offensivfußball gespielt. Da müssen Sie doch einfach als Fußballfan für den Gladbacher total enttäuscht gewesen sein, oder? Naja, es geht ja eigentlich darum, als Kölner, dass man sich von diesem Ergebnis erfreuen lässt. Denn darum geht es ja letzten Endes, dass die Gladbacher normal oder früher gespielt haben, ist ein völlig anderer Fußball. Das habe ich schon mal erwähnt. Aber ob der Trainer jetzt an den Europapokal denkt oder an die Champions League oder wo auch immer, das ist mir egal. Für mich ist wichtig, dass jetzt die Mannschaft gezeigt hat, dass sie auch gegen Spitzenmannschaften, so sage ich es mal, gewinnen kann. Das hat sie schon mal gegen Dortmund gemacht, das haben sie schon mal erwähnt. Und das ist ganz wichtig, dass, sagen wir mal, die Spieler von sich überzeugt werden. Und diese, sagen wir mal, fehlende Klasse, die wir noch haben, die kannst du nur durch Einsatz und durch Wille ausgleichen. Und das hat die Mannschaft heute gezeigt. Jetzt höre ich sie nicht mehr. Doch, wieder. Steht da, glaube ich, alles gerade still. Hört mich noch jemand hier? Ja, ich höre. Alles gut. Haben Sie alles gehört, was ich gesagt habe? Ja. Hallo. Gut, dann war es das. So, da sind wir wieder. Da. Kurze Pause. Litti, du lachst. du spielst eine tolle Saison, also beziehungsweise deine Wolfsburger. Wie ist da die Zielsetzung? Träumt ihr von der Champions League? Ja, träumen wird ja erlaubt sein, aber wir wollen natürlich unbedingt uns für einen europäischen Wettbewerb wieder qualifizieren.
Wenn das die Champions League wird, nehmen wir sie natürlich gerne mit. Wir sind auf einem guten Weg. Aber da sind noch ein paar unbequeme Spiele, aber nächste Woche schon gegen Gladbach. Also da sind noch ein paar Sterne aus dem Weg zu räumen. Wie erklären Sie sich den Erfolgsweg? Man hat ja die Saison solide gestartet, selten verloren, aber auch war jetzt nicht ganz vorne dabei. Aber seit 6, 7, 8 Wochen läuft es ja wirklich fantastisch. Was passt da gut zusammen? Ja, wir hatten ja so mal ein bisschen Trouble, als wir nicht die richtigen guten Ergebnisse eingespielt hatten. Und dann gab es mal eine Ansprache von Jörg Schmadtke und das war auch so ein bisschen ein kleiner Aufrüttler. Und von da ab spielt die Mannschaft hervorragend. Also die spielt wirklich, Kalli mag wirklich Offensivfußball und es ist wirklich gut anzusehen. Sehr variabel, die Spieler haben kapiert, was sie machen müssen auf dem Platz. Und ich glaube, im Moment haben wir besonders auf der Sechserposition mit Schlager und Arnold vielleicht die zwei effektivsten Spieler in der Bundesliga. Und der ehemalige Kölner Janne Gerhard macht ja auch gerade viel Freude in Wolfsburg, ne? Absolut. Ich habe schon gesagt, nach der Vertragsunterzeichnung ging es richtig bergauf für ihn. Er hatte lange Zeit eine schwierige Umgebung, wo er nicht permanent zum Einsatz kam. Und jetzt hat er wohl auch seine Lieblingsposition gefunden. Und ja, Dirk Lottner hat wahrscheinlich vieles richtig gemacht, hat ihm den richtigen Weg aufgezeigt. Und wenn man eine gute Basis hat, dann kann man hinterher auch im Top-Bereich spielen. Ja, Dirk, du warst der Trainer von Janne Gerhard, hast du eben erzählt im Vorgespräch in der U17. Wie siehst du die Entwicklung? Ja, eigentlich so, wie ich es damals schon erhofft habe. Auch wenn er zu seiner Zeit in meiner U17-Mannschaft noch nicht nach außen hin dieser Top-Spieler war, wie man heute schon viele Spieler zu Top-Spielern in jungen Jahren macht. Es war immer ein Spieler, der ein bisschen mitgeschwommen ist, aber in meinen Augen immer etwas Besonderes hatte, nämlich die Ruhe am Ball, so eine Ausstrahlung, eine gewisse Gelassenheit, einen starken linken Fuß, sich auch in schwierigen Situationen mal aus dem Gefängnis befreien zu können. Das hat er damals schon in jungen Jahren gezeigt und mit seinem Gespür, wann man sich einschalten muss, auch immer wieder für Torgefahr gesorgt. Und ja, einfach auch vom Charakter her ein super Typ war damals. Ich gehe mal davon aus, das hat sich auch nicht geändert, Leti. Nein, also passt gut bei uns rein und der Junge ist mit dem Herz dabei und das hat er wahrscheinlich aus Köln mitgenommen. Ist einfach so, das sieht man ihm an, die Befreiung und gut, freut mich für meinen Kumpel Stefan Engels, der ihn so ein bisschen ganz gut berät. Und ich hoffe, der Jannik wird seinen Weg noch weitermachen, denn so viele gute Spieler auf dieser Position haben wir ja in der deutschen Nationalmannschaft auch nicht. Vielleicht kommt da noch was. Hoffen das sehr. Dieter Müller, kommen wir zurück zum 1. FC Köln. Die Saison war bis jetzt ja mehr als holprig. Sie haben es eben auch angesprochen, auch am Mittwoch in Regensburg unglücklich gespielt, unglücklich verloren. Nach so einem wichtigen Derby-Sieg, wie würden Sie denn sehen, wohin geht die Reise bis zum Rest der Saison? Es sind noch 14 Spieltage. Wird das harter Abstiegskampf oder hat man schon die Hoffnung, dass es noch Richtung unteres Mittelfeld gehen kann? Naja, das wird bis zum Schluss ein harter Kampf werden, denke ich mal. Aber das war natürlich hier heute ein ganz wichtiger Schritt. Ich hätte da nie mit gerechnet. Was ich nochmal sagen möchte, ich freue mich ganz besonders, hier einen Kalli Thielen zu sehen und einen Liti. Der Kalli Thielen hat mich ja damals zum ersten FC Köln gebracht, 1973. Hat mir damals mein Talent erkannt und ich muss sagen, dass ich ihn so fit sehe jetzt hier, das erfreut mich sehr. Und mit dem Liti, der kam ja damals von Tennis Borussia Berlin und hatte ja auch eine großartige Karriere hinter sich. Also gerade so muss ich sagen, dass ich mich sehr freue, dass ich die heute Abend in dir kenne ich jetzt persönlich nicht so. Aber das freut mich natürlich ganz besonders, dass ich die in so einem guten Zustand sehe. Und nochmal zum FC zu kommen. Ich muss dazu sagen, man merkt ja so beim Dirk, der ist ja noch richtig 100% Trainer. Ich bin natürlich jetzt nicht mehr so ganz in diesem Tagesgeschäft dabei. Und ich hatte ja auch meinen schweren Herzinfarkt vor 9 Jahren und mache auch das ein bisschen ruhiger. Bin auch nicht mehr ganz so interessiert am Fußball, guckt mir auch nicht alle Spiele an. Aber was natürlich ist, ich habe eine großartige Zeit hier in Köln und mein Herz schlägt für den ersten FC Köln. Und ich
Ich habe also mit so einem Sieg heute nicht gerechnet. Ich habe die Mannschaft ein paar Mal gesehen. Es ist natürlich spielerisch relativ dünn, was die Mannschaft so zeigt. Aber auch im letzten Spiel gegen Bielefeld, die erste Halbzeit, haben sie jeder gekämpft. Man hat gesehen, die wollen gewinnen. Und ich denke mal, diese Mannschaft muss halt auch versuchen, von der ersten Minute konzentriert zu sein und zu kämpfen und das Letzte zu geben für den Verein. Und ich kenne auch den Gisdol nicht, der ist ein sehr sympathischer Mann. Der macht für mich einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich glaube, er ist ein guter Trainer. Man sieht ja so an anderen Vereinen, wie jetzt auch vielleicht in Dortmund oder in, die jetzt einen Trainer gewechselt haben, absolut den Favre fand ich. Der Fachmann kompetent und es bringt ja auch nicht viel. Also ich denke, man sollte auf jeden Fall, jeder muss zu ihm stehen, das macht ja auch der Horst Held, das finde ich auch gut, weil wenn du ein Trainer bist, musst du halt auch wissen, dass du Leute im Umfeld hast des Vereins, die eine wichtige Position haben, die zu dir stehen. Und ich denke mal, ich glaube, das tut der Verein und das ist eine absolut gute Entscheidung. Ich glaube, dass der FC das schaffen kann, aber das ist natürlich bis zum Schluss, kann das ein Kampf sein. Kampf und enger Weg, aber heute waren sicherlich sehr, sehr wichtige Punkte. Ja. Herr Thielen, Derby gegen Mönchengladbach, das hat ja nun viel Mythos und viel Wahnsinn für den FC, oft sehr viel tragische Spiele. Erzählen Sie aus Ihrer Zeit als Spieler, später als Manager, war das auch schon in den 60er, 70er Jahren so, hat sich das erst später so entwickelt? In den 60er Jahren spielten die Gladbacher noch keine Rolle für meine Würfel. Die haben, ich weiß noch, ein Spiel haben wir 6-1 gewonnen, habe ich 4 Tore geschossen, das werde ich auch nie vergessen. Und zwar im Reiterstadion haben die damals noch gespielt. Und dann sind die dann irgendwann aufgestiegen mit einer Fohlenmannschaft, so nannte sich die, und hatte mit Hannes Weißer einen super Trainer, sind zusammen mit den Bayern in die Bundesliga gekommen und haben beide überragend gespielt. Aber die Bayern haben bei uns auch zuerst 6 Stück gekriegt im Stadion. Also das hat sich dann. Das waren noch andere Zeiten, ne? Ja, wenn Sie sagen, die Gladbacher Spiele und Bayern Spiele, sagen wir mal. Aber auch in den 70er Jahren, als ich Manager war, da haben die Bayern auch 4, 5 Stück gekriegt im Pokalspiel. Und daran erinnere ich mich natürlich sehr, sehr gerne. Und das war immer etwas Besonderes. Aber eins möchte ich sagen: Ich habe ja dann auch irgendwann den Hannes Weißer als Trainer verpflichtet. Und war überzeugt, das ist der größte Offensivtrainer aller Zeiten. Und das war ein Irrtum. Für mich hat er die größte, sagen wir mal, Sorgfalt auf die Abwehr gelegt. Ich habe immer im Büro gesessen und immer zum Training geguckt. Und dann habe ich gesagt, die trainieren ja nur Abwehr, nur vom eigenen Tor. Und das dann in den letzten 10 Minuten oder Viertelstunde, da war der Gegner vom Anrennen immer müde und dann sind die Gladbacher mit ihrem Konterspiel gekommen, sodass selbst meine Frau gesagt hat, da haben wir einmal 4-1 verloren im eigenen Stadion, ja, die Gladbacher, die können Fußball spielen, ihr nicht. Da war ich natürlich auch sauer, die waren scherz, aber da ist etwas dran. Ne? Der Hennes war für mich ein perfekter Defensivtrainer. Und wenn Sie mal die Fußballgeschichte in Europa oder in der Welt sehen, Meister und Weltmeister sind immer Mannschaften geworden, die defensiv klasse waren. Und das gilt auch für unsere Nationalmannschaft. Ich mag diesen Fußball nicht, der wie so ein Schachbrett läuft. Da schlafe ich bei ein, muss ich sagen. Und man darf nicht vergessen, dass die deutsche Nationalmannschaft, schauen Sie mal, 54. Womit sind die denn Weltmeister geworden? Mit ihrem unbändigen Willen. Das war entscheidend. 74. Waren die Holländer im Endspiel besser oder waren wir im Endspiel? Die Holländer waren überlegen, aber wir haben kämpferisch immer das letzte Wort gehabt. Das einzige Mal, wo ich glaube, dass wir Weltmeister geworden sind, wo wir wirklich besser waren, das war 90. Diese Mannschaft mit Matthäus und Klinsmann, wie sie alle hießen. Und Pierre Lebarski, heute unser Gast hier. Und Pierre Lebarski, der war dabei. Das war für mich die bestspielendste Nationalmannschaft. Und die hat nicht die Bälle hin und her geschoben, sondern die sind richtig marschiert. Und ich bin natürlich immer froh, wenn ein Spieler, den ich früher mal entdeckt habe, so kann ich es wohl sagen, dass der natürlich so ein großer Spieler geworden ist. Dasselbe gilt für den Dieter Müller auch. Als ich den zum ersten Mal beim Training hatte, dann haben unsere gesagt, oh, wei. Und dann ist er auch zweimal Torschützenkönig geworden.
Das wollte ich nur noch mal sagen zu dem Offensiv, wenn Sie sagen, ich bin Fan vom Offensivfußball. Der FC hat heute auch nicht Offensivfußball gespielt. Wir haben alles zugemacht und haben gewonnen. Der Erfolg gibt Ihnen recht und heute hat man ja trotzdem auch immer wieder Nadelstiche setzen können und gut nach vorne gespielt. Litti, als Sie nach Köln kamen, 1978 war der FC deutscher Meister. Die Rivalität zu Mönchengladbach, war die damals schon mit heute vergleichbar? Ja, da gibt es so eine kleine Anekdote. Ich war bis 78, Kalli, hör mal weg bitte, war ich Borussia Mönchengladbach-Fan und habe mich noch geärgert, dass die Kölner 1978, ich glaube, 5-1 in St. Pauli gewonnen haben. Und mich hat es überhaupt nicht gestört, dass die Gladbacher 12-0 gegen Dortmund gewonnen haben. Und als ich dann den Vertrag von Kalli Thielen angeboten bekam, war ich so ein bisschen in der Zwickmühle. Und das hat sich aber in 3 Monaten stark verändert. Und die Rivalität zwischen Gladbach und Köln, die war also grandios, weil das einfach nochmal Spiele waren, die also von Offensivfußball geprägt wurden, aber auch eine enorme Rivalität, die wir gar nicht mehr heute richtig also erkennen können. Also wenn es gegen Gladbach ging, da sind der Dieter und ich nochmal 10% mehr gerannt. Und da hat jedes Tor doppelt gezählt. Und das freut mich natürlich heute für die Kölner besonders. Und die alteingesessenen Fans, die werden sich heute einen Kölsch mehr zapfen, glaube ich. Das ist auch hochverdient, glaube ich, heute. Das ist selten genug der Fall als FC-Fan. Heute kann man mal jubeln, ne? Ja, auf alle Fälle. Und es war auch punktemäßig, weil wir ja beim täglichen Geschäft sind, punktemäßig enorm wichtig, weil natürlich jetzt, ich glaube, bis zum 11. Platz hoch, die Bremer haben, glaube ich, 22. Also da kann es jetzt alle erwischen. Und das ist auf alle Fälle heute auch ein Ansatzpunkt für den Trainer wieder, nach dem Problem gegen Regensburg heute mit dem Sieg auch so ein bisschen mal wieder Emotionen zu wecken. Und das gibt Selbstvertrauen. Sie sind ja recht gut mit Horst Held bekannt und ich glaube, befreundet, haben am FC zusammengespielt. Er ist ja nun sehr, sehr treu dem lieben Markus Gisdol gegenüber. Stützt du das? Fällst du das für richtig? Am Ende ist ja, wie gesagt, schon Fußball ein Ergebnissport und es gibt ja keine schlechten oder guten Trainer. Es gibt nur erfolgreiche und nicht erfolgreiche Trainer. Ich glaube aber, dass das Vertrauen, das wird von Markus zurückgezahlt, weil man sieht doch, also er hat sich auch immer wieder, macht er sich Gedanken. Ich glaube, heute war auch altersschnittmäßig, waren die waren nur 24 oder so Jahre. Also er hatte auch Mut, da ein paar Junge aufs Feld zu schmeißen. Hat auch taktisch ein bisschen was verändert, die stand sehr kompakt. Das alles zeigt ja, dass er sich mit der Sache, mit der Materie beschäftigt und dass er auch die Spiele gewinnt. Und ich glaube schon, wie gesagt, diese Trainerwechsel, diese schnellen Wechsel bringen sehr wenig. Also sind ja Statistiken, die zeigen, dass das kaum was gebracht hat. Marcel Schwamborn als Express-Journalist, der das Ganze beim FC hat sich mal sehr genau betrachtet. Verstehen Sie die Nibelungentreue zu Markus Gisdol? Hätten Sie schon manchmal gedacht, der hätte jetzt eigentlich gehen müssen? Ja, ich hatte es ja eben schon mal gesagt, immer in dem Moment, wo man dachte, jetzt könnte es kritisch werden, zieht er immer den Kopf aus der Schlinge. Das hat er halt ein paar Mal gemacht. Ich meine, dass er Horst Held natürlich bis zum gewissen Grad zu ihm hält, ist ja auch klar. Und man weiß ja auch, der Verein ist finanziell gerade jetzt in der Pandemiezeit ziemlich auf Kante genäht und eine Entlassung würde dem Verein ja auch nochmal 1 Million Euro kosten. Und von daher muss man das schon genau überlegen, ob es Sinn macht. Abgesehen auch davon, wenn man sich die Frage stellt, wen könnten wir besser holen statt Markus Gisdol und man steht womöglich mit einem Bein im Abstieg, dann bräuchte man eigentlich einen Trainertyp wie Markus Gisdol, der dann geholt werden müsste, weil man bräuchte wieder so einen klassischen Feuerwehrmann, der der Mannschaft Stabilität gibt und so weiter. Und das hat man ja. Man hat kein funktionierendes Offensivspiel gehabt, monatelang. Also man hat keinen Plan erkannt auf dem Platz, was will die Mannschaft mit dem Ball anstellen, sondern es ging halt einfach nur darum, irgendwie hinten einigermaßen durchzukommen und den Bus im Strafraum zu parken. Das hat ja ganz gut funktioniert. Und dann war es halt irgendwann immer der Punkt, wo man sagte, so jetzt
also man kann sich jetzt nicht 7 Wochen lang immer nur darauf verlassen, dass man irgendwie da durchkommt. Und dann gewinnt man halt in Dortmund. Dann gewinnt man in Mainz. Dann holt man den Punkt in Leipzig kurz vor Weihnachten. Jetzt wieder so eine Phase, wo man nach Bielefeld dachte, okay, alles ist gut. Dann kommt dieses Ding im Pokal mit den ganzen Unruhen dieser Woche, wo man dachte, okay, wenn es jetzt heute, wie viele habe ich schon gehört, die heute tagsüber gesagt haben, das gibt 4, 5 Stück heute Abend in Gladbach für den FC. Ja, aber dann kommt wieder so ein Sieg. Da hast du wieder jetzt eine Ruhe. Und von daher sehe ich da also in dieser Saison, glaube ich, keine Notwendigkeit, über die Trainerfrage mehr groß zu sprechen, sondern mit ihm das durchzuziehen. Und da muss man im Sommer halt überlegen, ist es der Mann für die nächsten Jahre auch für den FC oder ist es für die kommende Saison dann doch zu wenig, was an fußballerischem Ansatz zu sehen ist? Gib das mal als Frage an den Dirk Lottner weiter, Dirk. Der Marcel Schwammann hat es ja gut beschrieben, dass die defensive Stabilität immer sehr, sehr wichtig war und dann auch zunahm. Dann hatte Siege nach vorne, tat und tut man sich sehr schwer. Traust du denn Markus Gisdol zu, die Mannschaft auch noch auf die nächsten Jahre hinweg, sage ich mal, weiterzuentwickeln, auch was Offensivfußball angeht? Ich glaube, dass es vor allen Dingen mit dem Spielermaterial zusammenhängt. Ich glaube, ein großes Problem war für die Mannschaft, dass sie in der zentralen vorne keinen Spieler hatte, der wirklich Tempo hatte. Wir hatten Spieler, die den Ball in den Fuß haben wollten. Wir hatten Spieler, die eigentlich Mittelfeldspieler sind und auf einmal in der Spitze. Und so bekommst du auch keine Tiefe ins Spiel. Wir hatten zwar über außen, immer mal über Thielmann, über Jakobs, hast du schon immer wieder mal Tempo gehabt. Aber die Zentrale, die war einfach zu statisch. Und wenn ein Abwehrspieler weiß, der Spieler kommt immer nur entgegen, kriegst du auch keine Räume, um mal in die Schnittstellen zu spielen oder zwischen den Linien agieren zu können. Und jetzt hast du mit Dennis endlich mal einen Spieler, der tiefe Laufwege einschlägt, der auch immer wieder sein Spiel variiert und auch in die Halbräume mal reinkommt, um sich den Ball in den Fuß abzuholen. Aber daraus resultieren, und das ist für mich das Entscheidende, ist Duda, der ja lange Zeit auf der Spitze gespielt hat, jetzt endlich in der Lage, sich mal wieder ins Mittelfeld zu begeben, sich die Bälle abzuholen, aufzudrehen, den Blick nach vorne zu richten und einen tiefen Ball zu spielen. Und das konnte er monatelang jetzt gar nicht. Aber das macht sie aus, das war heute in der ersten Halbzeit sichtbar, wie wichtig dann Duda ist als Ballverteiler, als jemand, der mal nach links und rechts spielt und auch mal Dynamik nach vorne entwickelt. Und Dennis marschiert dann. Das ist ja, glaube ich, schon der Schlüssel, wie es jetzt besser laufen könnte. Genau so ist es. Aber Duda ist ein Spieler, der den Ball im Fuß haben möchte, der den Pass in die Tiefe spielen möchte. Nur wenn er selber als Spitze nominiert ist und überhaupt kein Stürmer ist und dann immer wieder entgegenkommt, hast du nachher, wenn es mal richtig abgeht in der Box, hast du gar keinen mehr in der Box drin, um Tore zu erzielen. Und jetzt hast du mit Dennis endlich jemanden. Und ich glaube trotzdem, dass selbst Modest jetzt besser funktionieren würde. Ich glaube, es war ein bisschen, ab und zu hätte ich mir mal gewünscht, einen zweiten Stürmer mit Doppelspitze zu agieren. Auch mit einem Modest, der vielleicht nicht bei 100% war. Aber ich glaube, dass Anthony gerade ein Spieler ist, der auch einen um sich herum baut, der für ihn arbeitet, der Räume schafft. Und er dann dadurch, weil ein zweiter Innenverteidiger dann auch gebunden ist, auch wieder mehr Aktionen hat. Und ja, ich denke, dass es schade ist, dass Anthony jetzt weg ist. Ich glaube, er hätte auch hier jetzt wieder in die Spur kommen können neben Dennis. Ja, das war, glaube ich, was du sagst, ganz wichtig. Im Jahr, als Modest 25 Mal getroffen hatte, war ja Osako genau der Spieler, den du gerade meintest, ne? Der das so um ihn herum spielte, ihm die Bälle verteilte und so ein bisschen Rücken nach hinten frei hielt. Das hat natürlich bis jetzt im System gefehlt. Ne? Ja, vor allen Dingen auch Spieler, der mal in die Tiefe geht, damit er in den Fuß angespielt werden kann, wo der zweite Innenverteidiger mal weggezogen wird. Ja, und den Ball wieder nach außen legt, um dann selber wieder in die Box reinzukommen und in den Bereich letztendlich zu kommen, wo er seine Tore letztendlich alle erzielt hat. Pierre Littbarski, Sie waren auch ein Rückkehrer seiner Zeit, 1987 aus Paris nach Köln, hatte nicht die Anlaufprobleme wie Anthony Modest jetzt nach seiner Rückkehr aus China. Wo sind die Ursachen, dass es nach der Wiederkehr im Comeback nie so richtig in Köln funktioniert hat? Aus der Ferne vielleicht schwer zu beurteilen, aber als Kenner und FC-Checker bin ich sicher, dass Sie da eine gute Meinung zu haben. Ja, es gibt ja immer verschiedene Faktoren. Es ist einmal der Altersfaktor. Ich kam ja mit 26 wieder zurück. Das sagt man ja mal so, das ist so das beste Alter. Ich war sehr hungrig, weil ich auch in Paris nicht die Freude hatte und auch nicht die Spielzeit zum Schluss bekommen hatte. Es passte dann gut die Verbindung mit dem Team. Man suchte einen Zehner, die Kombination mit Hässler. Also das passte alles perfekt. Also es ist ja nicht immer so, dass die Leute zurückkommen und dann klappt das perfekt. Dann war auch noch die Zeit natürlich für Modeste, dass er in China
wird ganz anders trainiert, ganz andere klimatische Verhältnisse. Und ihm fehlten auch die Zuspieler von außen. Ich glaube, Risse hatte sich dann auch verletzt. Das war ja ein Spieler, der auf der rechten Seite sehr viel Bälle vors Tor brachte. Und mit der Zeit, dann fehlt ihm auch das Erfolgserlebnis. Und wenn du dann noch unten rumspielst, dann überlegst du natürlich schon, ob du noch mit zwei Spitzen spielst oder ob du, wie du auch deinen Stürmer ins Spiel bringen kannst. Also da konzentrierst du dich natürlich hinten erstmal darauf, dass du die Bude nicht voll kriegst. Und ist es jetzt richtig für Anthony Modest zu gewechselt zu sein? Glauben Sie, es kann nochmal einen dritten Frühling geben oder sparen Sie Alter auch an, ist das eigentlich jetzt schwierig? Im Fußball ist alles möglich. Ich glaube, ich kann Dirk verstehen, dass er auch, ich sehe das auch taktisch, dass er vielleicht hier auch eine Möglichkeit noch gehabt hätte. Aber ich glaube einfach, dass im Kopf auch sein Selbstvertrauen kaputt gegangen ist und dass er da nochmal einen neuen Anfang möchte in Frankreich. Und vielleicht, also, er ist ja ein großartiger Fußballer und vielleicht klappt es da auch nochmal in einer vielleicht gewohnten Umgebung mit der Sprache. Und ich wünsche uns auf alle Fälle viel Glück. Aber der FC ist ja jetzt wichtiger und der kann dem FC jetzt nicht mehr helfen. Wer wird denn helfen, Karl-Heinz Thiel? Was muss bei der Mannschaft klappen, die nächsten 14 Spiele, um vielleicht nicht bis zum letzten Spieltag gegen Schalke zu zittern? Wie muss sich weiterentwickelt werden, rein sportlich? Naja, heute hat das Spiel gezeigt, dass die Mannschaft sich nicht aufgegeben hat, selbst nach so einer Blamage wie im Pokalspiel. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Von der Klasse muss sie körperlich spielen, weil sie hat nicht diese Fußballer, die wir vielleicht früher hatten. Also mit der richtigen Einstellung, die haben sie, werden wir es schaffen. Ich glaube nicht, dass wir letzten Endes absteigen. Aber eine andere Frage, die beantworte ich auch gerne, weil die Leute fragen mich oft, ja, was ist denn jetzt der Unterschied? Wieso ist denn diese Entwicklung über Jahrzehnte? Seit 30 Jahren ist der FC einmal rauf und runter und was weiß ich. Und dann sage ich immer, nimm mir noch mal ein paar Spieler. Wenn du vom ersten FC Köln sprichst, dann nimm mir mal ein paar Spieler. Und da kommen immer dieselben. Da kommt Schäfer, Hovrat, Littbarski, Dieter Müller, Hannes Löhr. Immer dieselben. So, und dann sage ich, dann nenn mir doch mal von den letzten 3 Jahren die Spiele, die beim FC gespielt haben. Dann ist Feierabend. Da kennen Sie vielleicht den Dirk Lottner, weil er ein Kölner ist. Den kennen Sie dann auch noch. Und weil er sehr gut auch gespielt hat als Spielmacher. Und das ist für meine Begriffe der Hauptgrund. Die Qualität auf dem Platz ist das Entscheidende im Fußball. Deshalb hat der Adi Preiß noch gesagt, am Platz zählt, sonst nichts. Und das ist doch eigentlich symptomatisch, dass wir eigentlich in der Neuzeit kaum noch Spieler haben, an die sich die Leute über Jahre erinnern, sondern immer nur noch die Alten. Den Pierre Littbarski kennt jeder, den Dieter Müller auch. Da gibt es noch viele, die bei uns sehr gut gespielt haben. Selbst der Heinz Simmet, der kein Nationalspieler war, die Leute kennen ihn noch. Und, oder den Herbert Zimmermann oder wen auch immer. Und das ist für meine Begriffe der Grund, dass der SFC langfristig immer schlechter geworden ist, weil wir haben mit der Zeit keine Klassenspiele mehr. Oder nennen wir das? Lukas Podolski ist nicht genannt worden, der wäre eine Ausnahme. Ansonsten, glaube ich, kann man ihn da nur beipflichten. Das ist natürlich ganz entscheidend. Lukas ist der Einzige, der bekannt ist, obwohl er auch dreimal mit dem FC abgestiegen ist. Das ist richtig. Und dann den Club verlassen hat. Aber der Lukas ist ein netter Kerl. Jeder mag ihn. Und eins muss man sagen, er hat für mich den besten linken Fuß. Nach Dirk Lottner. Nach Dirk natürlich. Nach dem Dirk, ja. Auf jeden Fall, legendär linke Klebe. Also das ist, ich weiß nicht, ob Sie das auch so sehen, aber entscheidend ist, was du auf dem Platz hast. Ich schließe aber die nächste Frage an Sie direkt daran. Sie waren ja nun jahrelang ein sehr, sehr erfolgreicher Manager beim 1. FC Köln, zu Zeiten, als wir eben auf Augenhöhe waren mit Bayern München, denen zunächst sogar sehr voraus waren, mit Mönchengladbach und. Was wären die richtigen Hebel? Wir haben nun den Litti hier, der könnte dem Horst Held morgen sagen, ich habe gestern den Kalitin gesprochen, ab jetzt muss er so und so gemacht werden. Wo muss man ansetzen? Also Spieler kann man verpflichten, natürlich, aber das ist der Händchen hätte jeder gerne. Ne? Na gut, aber da gehört auch viel Glück zu, als ich den Pierre in einem Jugendspiel gesehen habe. Und dann, der ist jedem aufgefallen in diesem Spiel. Da haben wir, glaube ich, 5-4 verloren gegen Hertha Zehlendorf. War das, ne?
Ja. Und, aber auf die, bei diesem Spiel, das war während der WM in Argentinien, waren mindestens 20 Trainer und Manager, die da auch da waren. Und die haben auch die Augen gehabt und gesagt, das ist aber ein Riesen, könnte ein Riesenspieler werden, so muss man sagen. Und dann habe ich das geregelt, dann sofort an diesem Tag Kontakt aufgenommen und alles mündlich vorbereitet. Denn sonst ist er weg. Du kannst, wenn du noch Hinz und Kunst fragen musst, ich hatte mit dem Hennes Weiß, weil er eine Verabredung hat, gesagt, wenn wir was Neues holen, müssen wir uns beide unterrichten. Aber das ging nicht. Habe ich also auf eigene Faust, auf eigene Kappe gemacht. Wer weiß noch, als er dann unterschrieben hatte und wir oben im Zimmer saßen, dann sagst du, jetzt müssen wir den Hennes anrufen, sonst reißt er mir den Kopf ab. Weißt du noch, Blitti? Ja, und der hat dann gefragt, ist es wenigstens ein Stürmer? Ach, naja, ja. Dann reden wir. Genau, sei es ein Stürmer. Ich muss das machen. Und so. Das, ja, wenn er ein Stürmer ist, dann machen wir. Das war dann in Ordnung. Aber ich glaube, er war sehr schnell zufrieden, der Hennes Weiß, weil er seine Zeit mit dem Blitti, ne? Was war er? Er war sehr schnell zufrieden mit dem Litti, der als Trainer der Hennes Weißweiler. Ja, klar. Ja, aber er ist 18 Jahre, hat auch sich reinkämpfen müssen, das ist normal. Ich weiß noch, irgendwann hat mir ein junger Spieler gesagt, der Bernd Schuster, der war auch in dem Jahr zu uns gekommen. Dann hatte ich immer so eine Tafel, wo die Mannschaft drauf war und auch die Reservespieler. Und ich weiß nicht, welche Position du hattest, Litti, weißt du das noch? 26. Das werde ich nie vergessen. Aber da kannst du sehen, wie so ein Spieler denkt. Und dann liegt jetzt ein Weltklasse-Spieler geworden. Aber du musst handeln im Fußball. Und das ist für meine Woche das Allerwichtigste, dass du das kannst von den Statuten her. Und damit sind wir wieder für meine Begriffe bei einem ganz entscheidenden Thema, nämlich diese Auseinandersetzung mit den Mitgliedern, mit den Beiräten, mit den Ausschüssen und was weiß ich. Der FC ist ein mitgliedergelenkter Verein. Und das war er eigentlich nicht. Der FC war immer das Gegenteil. Der FC, der Franz Krämer, hat erkannt, dass der Fußball eine ungeheure ökonomische Entwicklung nimmt und hat die größten Firmen an seinem FC-Tisch gehabt. Ne? Die Otto Wolf von Amerungen, Gerling-Konzern, Ford, alle, die waren alle beim FC. Und da gibt es auch ernsthafte Diskussionen zwischen uns, wenn wir mal zusammen essen, wollen wir nicht unsere Taktik ändern, dass das Kapital wieder uns hilft, wieder eine Spitzenmannschaft zu werden. Und da ist im Moment die Situation so, dass der FC sagt, nein, die Mitglieder sind das Wichtigste. Und Sie würden das ändern, das heißt die 50+1-Regel möglicherweise hinwegfegen? Nein, die brauchst du doch gar nicht zu ändern. Die Bayern haben die auch nicht geändert. Die haben aber zumindest Anteile verkauft, um entsprechend Kapital zu bekommen, ne? Klar. Das wäre für Sie aber ein gangbarer Weg und Weg, den Sie für sinnvoll erachten. Ich würde das auf jeden Fall machen. Ich erinnere noch, vor dem ersten FC Köln, wir waren in Köln der beste Verein, der größte Verein, der VfL 99 mit Viktor Heuer und so weiter. Und da gab die Auseinandersetzung, weil der VfL 99, die hatten die Einstellung, wir sind ein Akademiker-Club, wir waren ein Vornehmer-Club, Fußball-Club, alles in Ordnung. Und wir machen das nicht mit dem Geld. So, dann hat der Franz Krämer sich kaputt gelacht und hat da die Spieler weggeholt. Und wo ist der VfL 99 heute? Selbst den Platz gibt es kaum mehr, ne? An der Rennbahn. Alles zugewachsen, wenn man da vorbeifährt. Alles zugewachsen. Ja. Die hatten die erste Tribüne in Deutschland. Aus Holz, die steht immer noch da, die kannst du aber verbrennen. Und ich will das nicht so drastisch sagen, aber ich möchte noch darauf hinweisen, dass es zwei Wege gibt. Es gibt auch den Weg, den die Bayern gegangen sind, aus eigener Kraft. Und sind über das Kapital, kriegst du die besten Spieler, das ist so. Die Wolfsburger haben auch diesen Mittelstürmer, der für mich eine ganz entscheidende Rolle spielt. Neben den zwei Sechser, die ihr habt, sind die guten Spieler. Die kriegst du nicht umsonst. Und der erste FC Köln ist jetzt in einer schwierigen Lage. Nach dem heutigen Spiel bin ich optimistisch, dass wir nicht absteigen. Da bin ich eigentlich von überzeugt. Weil die Einstellung der Spieler stimmt ja. Deshalb muss es doch irgendwann mal wieder eine Richtung geben, die nach oben zeigt. Nicht immer rauf und runter. Und
nach dem Pokalspiel. Würden wir uns sicherlich alle wünschen, da bin ich ganz bei Ihnen. Ich gebe die Frage mal an Dieter Müller weiter. Die waren ja auch lange Präsident von Kickers Offenbach, also mit der Materie auch sehr vertraut, wie man einen Sportverein lenkt und führt und auch zu Erfolg bringen möchte. Teilen Sie die Ansichten vom Karl-Heinz Thiel? Naja, man muss dazu sagen, der Karl-Heinz hat vollkommen recht. Ich meine einfach, wenn man sieht heute die Qualität, die teilweise auf dem Platz ist, das ist natürlich schon beängstigend. Ich gucke mir ja auch einige Spiele an, die können heute alle unheimlich gut laufen, rennen, athletisch sind die natürlich total ausgebildet. Aber ich würde jetzt zum Beispiel Freiburg oder den Verein, ich kenne die Spieler gar nicht. Also jetzt in Gladbach kenne ich auch nicht so viel. Und beim ersten FC Köln, mit dem ich ja immerhin verbunden bin, da kenne ich den Hector, den Torwart, ja, und sonst, das war es dann. Also ich denke mal, der, so ein Verein wie der erste FC Köln, soll da einfach mehr versuchen auf die Jugend. Wir haben ja eine tolle Jugend, ein Leistungszentrum. Da müsste man ansetzen, dass man da Leute auch ausbildet und sie dann behält. Und nicht irgendwie wieder verkauft. Ich denke mal, das ist die einzige Chance vom 1. FC Köln. Zumal ja, was ich nicht verstehe, wenn du in Köln 40.000 Zuschauer, normalerweise, jetzt nicht Corona, die mussten das Licht anmachen, schon kommen da 40.000 Zuschauer. 50.000, Herr Müller, immer 50.000. 50.000 mittlerweile, ja. Ich weiß nicht, was machen die denn mit dem ganzen Geld? Oder jetzt so ein Verein wie Schalke 04, die ja wie viel Schulden haben, ich weiß es nicht. Also ich meine, immerhin kommen da ja auch immer 60.000. Also ich denke mal einfach, dass so Leute wie der Karl-Heinz Thiel, der ja ein absoluter Fachmann war, kompetent und der hat halt so Leute wie den Litti entdeckt. Oder wir sprachen gerade von Bernd Schuster. Ich weiß noch, Bernd Schuster, erste Training, ich habe mich immer so ein bisschen um die jüngeren Spieler gekümmert, die kamen und ich hatte immer so ein bisschen Helfersyndrom. Ja, der Bernd, der hatte keine 2-3 Worte gesprochen damals, aber es war ein Ausnahmefußballer. Also der kam, der ging dann zur Europameisterschaft, das war genial. Und da musst du halt auch ein Näschen für haben, solche Spieler zu holen und dann auch, das machen ja die Bayern, ja, die Bayern. Die kaufen mir die besten Spieler in Deutschland und auch sind dann sehr erfolgreich und haben das meiste Geld. Das ist halt normal. Und wenn ich sehe jetzt bei aller Bescheidenheit, was ich gelesen habe die Woche, dass ein Spieler wie der Messi 155 Millionen, die haben 555 Millionen, die 1,34 Milliarden Euro Schulden hat, da muss man sagen, dass das leider so ist, dass die Vereine absolut unseriös arbeiten und dass der Fußball auf einem ganz schlechten Weg ist. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein sehr schmaler Grat und ein dünner Pfad, dass man das auch mit den Leuten noch verkauft kriegt, ne? Solche absurden Gehälter und Dimensionen. Ja, aber der Karl-Heinz Thiel hat ein Näschen gehabt für das. Ja? Der hatte geguckt, ich war ein junger Spieler, mich kannte die Jugendnationalmannschaft. Der Herbert Wittmeier hat damals gesagt, das ist ein Riesentalent, das hat er erkannt. Und er ist sicherlich vielleicht jetzt bei aller Bescheidenheit einen der besten Spieler des ersten FC Köln, den Mittelstürmer des FC Köln, die er hatte, geholt. Aber das war sein Verdienst. Und da muss man auch sagen, da braucht der Verein auch Leute, die das machen. Ja. Und wie gesagt, auch mit Modeste, ich habe das ja verfolgt. Ich meine, der Modeste hat auch in Deutschland, also in Köln, sehr viel Geld verdient. Aber wieso geht denn der nach China, weil er noch mehr Geld kommt wieder zurück und trifft nicht. Ja, hat keine Fitness. Also ich meine, ich habe mich mit dem Verein identifiziert, mit Kickers Offenbach, mit dem 1. FC Köln. Da habe ich 9 Jahre gespielt und was ich für Tore gemacht habe. Und war dann halt so kritisch gesehen. Deshalb bin ich auch weg, weil mein damaliger Trainer, der Rinus Michels, hat zu mir gesagt, Dieter, du kannst so viele Tore hier machen. Du hast so viele Tore hier gemacht. Du kannst keinem mehr recht machen. Such mal eine andere Herausforderung. Schweren Herzens bin ich dann zum VfB Stuttgart gegangen. Aber ich hätte Köln nie verlassen. Nur ich sag mal, die Spieler heute, die interessieren sich nicht mehr mit dem Verein. Die kommen, die gehen, kriegen viel Geld. Und das ist das große Problem. Man müsste sagen mal, dass die Jungs sich ein bisschen mehr mit dem Verein an sich identifizieren und dafür alles tun. Und das ist verloren gegangen. Marcel Schwammborn, seit vielen, vielen Jahren Beobachter des 1. FC Köln als Reporter, als Journalist. Es ist ja, was kann jetzt nicht ansprechen, Dieter Müller völlig richtig. Man steht auf der Stelle, steigt ab, steigt auf, ist in einer ewigen Dauerschleife. Wo liegen da die Ursachen aus der Sicht des externen Beobachters, der ja sicherlich einen genauen Blick drauf hat? Und was muss sich ändern? Ach, also so mal auf die Schnelle zu sagen. Wir haben viel Zeit, ja. Ja, also klar. In der Vereinsführung wurden sicherlich viele Fehler in den letzten Jahren gemacht, aber wo wir gerade auch die Diskussion allein mit Management und Näschen haben. Ich sag mal, das ist, finde ich halt,
die Vereine, die so einen besonderen Sprung auch mal in der Tabelle geschafft haben, die sind dann meistens auch, haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie irgendwo Spieler entdeckt haben, die vorher keiner unbedingt auf dem Zettel hatte. Also wir reden jetzt nicht von mit teurem Geld gekauft, das wie Bayern München oder sowas, das ist jetzt nicht das Thema. Aber wenn ich sehe jetzt beim FC, die vielversprechendsten Spieler sind entweder aus dem eigenen Nachwuchs in den letzten Jahren gekommen oder sind Leihspieler, wo man aber jetzt schon wieder weiß, irgendwann, also im Sommer sind sie wieder weg, wenn man jetzt auch aktuell sieht, mit Wolf, mit Elvis halt, der heute mit seinem Doppelpack gemacht hat und auch mit Dennis, der vielversprechenden Start bisher hinlegt, die werden im Sommer wieder alle weg sein. Aber so Spieler, wo man sagt, hat man da vielleicht mal ein Näschen gehabt, dann kommt so ein Limnios, der keine Rolle mehr spielt, dann kommt der Tolu, der, wo man sieht, einfach kein Niveau hat für die Bundesliga. Und das sind eigentlich so diese Spieler, wo sich ein Manager vielleicht auch mal beweisen kann, indem er mal jemanden holt, den keiner vorher auf dem Zettel hatte und der dann aber richtig durchstartet, so wie es die Freiburger immer wieder schaffen, die Mainzer auch jahrelang geschafft haben, immer wieder Spieler zu holen, die dann auch wirklich explodieren, die einen Transferwert nachher bieten. Hier ist es halt eher immer so, man macht so ein bisschen Flickschusterei, jetzt im Winter nochmal wieder am Kader ein bisschen nachgebessert, damit man irgendwie drin bleibt. Und im Sommer geht es dann wieder von vorne los, weil dann werden wieder drei wichtige Spieler den Verein verlassen. Und da muss man wieder was Neues basteln. Und das ist halt irgendwie diese Kompetenz, die da auch auf der Management-Ebene eigentlich nötig ist, die ist für mich in den letzten Jahren nicht zu erkennen gewesen. Wobei wir mit Jörg Schmadtke ja den Mann hatten, der fünf Jahre sehr solide, gute Arbeit geleistet hat und jetzt mit Wolfsburg ja beweist, dass er auch da wieder den Erfolgsweg einschlagen kann. Ne? Ja, der sich natürlich dann aber auch mit seinem Streit mit Peter Stöger vielleicht auch dem Verein dann auch nicht unbedingt geholfen hat und der vielleicht auch mit dem einen oder anderen Transfer oder vor allen Dingen auch mit der Länge des Vertrages bei manchen Spielern nicht so richtig lag, worunter ja dann auch die nachfolgenden Generationen sozusagen noch leiden mussten. Ne? Genau. Und genauso bei Armin Fee, da wurden halt Verträge geschlossen mit Spielern, die jetzt einfach aufs Budget drücken und dem Verein es schwierig machen zu handeln. Und da muss ich halt sagen, auch wenn es natürlich nach heute Abend nicht angebracht ist zu loben, aber da sehe ich zum Beispiel Max Eberl als einen ganz starken Manager, der einen sehr guten Job macht zum Beispiel und der zum Beispiel halt da für mich mit verbunden ist, auch mit dem Aufschwung von Gladbach in den letzten Jahren. Ja, das kann man, glaube ich, neidlos anerkennen und es war ja heute auch eine Berichterstattung bei Sky, wie die Fähre auseinandergingen vor 10 Jahren mit Mönchengladbach und Köln. Der Max Eberl macht da sehr, sehr gute Arbeit. Ja, Dirk, wie siehst du die Zukunft des FC? Du bist dann wirklich Spieler gewesen, du hängst dran, Trainer, Co-Trainer, Jugend, Kölner durch und durch. Was muss passieren, dass wir durch mal einen Kurs kriegen, den ja schon Karl-Heinz Thielen zu Recht einforderte? Wo muss man ansetzen? Ich glaube schon, dass Marcel da wichtige Punkte genannt hat. Du hast aktuell im Nachwuchs stehst du hervorragend da. Wenn ich jetzt zumindest mal U17, U19, U21 alle in einem Bereich, wo du sagst, stopp. Du hast es geschafft, jetzt unter Gisdol auch, muss man auch ganz klar sagen, gerade in der letzten Saison, den Karren aus dem Dreck zu ziehen mit den Jungen, mit den Talentierten, Jakobs, Thielmann, Katterbach, die hat er in einer schwierigen Situation hochgezogen und sofort reingeworfen. Die haben funktioniert, die haben gerade in der letzten Saison das gebracht, was die Mannschaft nicht brachte, nämlich Tempo, diese Unbekümmertheit, dieses auch mal Wege umsonst zu machen, auch wenn es vielleicht unnötig war, aber einfach in Bewegung zu sein und was Unorthodoxes zu machen. Dementsprechend glaube ich, das eine ist der Nachwuchs. Ich glaube, da wird auch einiges nachkommen, wenn man es nicht wieder versäumt, irgendwie Verträge zu verlängern. Andererseits glaube ich auch das, was Marcel sagt, du musst in der Lage sein, einen guten Spieler sieht heutzutage jeder. Jeder sieht gute Spieler, jeder Verein hat seine 10 Scouts, überall rumeiern. Das ist leicht. Das ist leicht zu sagen, oh ja, der ist ganz gut. Ich glaube, die Kunst ist es, zu erkennen, das kann ein richtig guter werden. Oder aber solch ein Netzwerk zu haben, europaweit, meinetwegen auch weltweit, wo einer rumläuft, der dir einen Tipp gibt, wo du dann weißt, den gucke ich mir mal an über einen gewissen Zeitraum, um dann erkennen zu können, das ist einer, der uns mittel- und langfristig auch mal weiterhilft. Das Problem, glaube ich, natürlich auch beim 1. FC Köln ist natürlich, wenn du immer wieder
Abstiege, Aufstiege hast, dann kannst du auch kein Gerüst aufbauen, weil du deine Mannschaft immer nur für das nächste Event eigentlich herrichtest. Sprich, entweder aufzusteigen mit meist Erfahrung, mit vielen Leuten, die einfach diese Dinge schon mal miterlebt haben, die Qualität haben, ab einem gewissen Alter auch diesen Weg zu gehen. Oder aber du spielst gegen den Abstieg und auch da kommst du immer wieder in die Situation dann rein, jungen Spielern weniger Einsatzzeiten zu geben. Also immer wenn, ne, also es wäre natürlich mal wichtig, wie zum Beispiel unter Peter Schürer, dass du im Mittelfeld, im gesicherten Mittelfeld bist, dass du mal experimentieren kannst, dass du junge Spieler auch mal vernünftig aufbauen kannst, ihnen nicht direkt so eine große Last auf die Schulter legst, sondern dass sie sich entwickeln können. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, in der nächsten Zeit zumindest mal wieder im Mittelfeld der Tabelle zu landen. Ganz, ganz wichtig. Vielleicht schon dieses Jahr damit anfangen. Philipp Barski, es klang immer hier durch. Nachwuchs, Scouting, das sind genau die Themen, mit denen Sie sich seit vielen Jahren beim VfL Wolfsburg beschäftigen. Wo muss man ansetzen? Wo ist die Erfolgsformel? Der FC ist scheinbar auch auf einem guten Weg, was Dirk Lautner sagte, U17, U19. Aber wo sieht man, dass eine Mannschaft zusammenwächst und welche Spieler man gebrauchen kann? Das ist doch eine Philosophie für sich, oder? Erstmal möchte ich einen Punkt noch rausnehmen. Der FC ist in einer Misere, weil sie keine Mannschaft haben, wo ein junges Talent richtig gut wachsen kann und einen schnellen, hohen Marktwert erreichen kann. Das ist die große Problematik. Das heißt also, wie Dirk es schon sagt, du spielst immer entweder um den Abstieg oder um den Aufstieg. Da sind ja viele Faktoren. Das ist einerseits sind auch Systemwechsel. Man sieht immer wieder auch bei Mannschaften, die erfolgreich sind, wie die Bayern, die verändern, müssen ihr System gar nicht verändern. Wir haben natürlich Planspieler wie Nagelsmann, der das absichtlich mal macht, das System zu verändern. Aber die richtig guten Mannschaften haben ein festes Gerüst. Das hat der FC über Jahre nicht gehabt. Dadurch macht das die Talentauswahl auch ein bisschen schwieriger. Das heißt also, klar, jeder sieht ein gutes Talent, aber der muss natürlich auch dann zum FC passen. Beschäftigt sich der mit der Materie? Kann der mal hier auch einer werden, der also jetzt nicht nur für 2 Jahre herkommt, sondern der auch wirklich weiß, was eigentlich den FC ausmacht? Wahrscheinlich kennen die neuen Spieler, die wissen gar nicht, dass es den Dom gibt oder so, weil die sich gar nicht... Der wird ihnen noch gezeigt, das weiß ich. Also, das ist so die erste, die genau. Einführungstour, ja. Und das war auch, wir mussten ja auch Spieler holen in Wolfsburg, die und wir haben das über Jahre, finde ich, ordentlich gemacht und jetzt auch mit Baku zum Beispiel, ein Spieler, der wie die Faust aufs Auge passt. Da heißt also, wir wussten, da ist noch eine Position, wo der genau reinpasst und das muss man natürlich auch genau wissen, aber das ist recht einfach zu sagen, weil Horst Held ist in einer extrem schwierigen Situation, ist erstmal kein Geld da. Und dann will man natürlich erstmal den Verein kurzfristig retten. Da heißt also jetzt so schnell wie möglich da rauskommen. Na klar, ist ein neuer Anfang in der neuen Saison immer ein recht gutes Startzeichen. Aber da sind halt viele Altlasten drin. Nur mit Jungen kannst du ja auch nichts gewinnen. Also ich bin ja auch in eine Umgebung reingekommen, da waren echt klasse Spieler, wir haben 13 Nationalspieler, glaube ich, zu der Zeit gehabt und ich habe neben Dieter Müller und Bernd Kullmann und Herbert Neumann gespielt, alles grandiose Spieler und da konnte ich natürlich wachsen. Das ist ja beim Jungen heute nicht so, wie der Elvis heute aufgetreten hat, das hat mir gefallen, wie er 2 Tore gemacht hat, das ist ein Riesenjunge, der stirbt dann auch für den Verein, das merkt man und so eine Typen würde ich mir mehr wünschen. Aber die Jungen haben es schwer, weil einfach, ich meine, was machst du als Trainer, jetzt hast du 2-mal nicht gewonnen, da würfelst du natürlich die Mannschaft durcheinander, das ist doch ganz legitim. Also das ist nicht so einfach nur das auf Scouting zu schieben oder auf den Manager. Der Verein ist echt in der Zwickmühle seit, na Dirk, hilf mir mal auf die Beine, wie lange ist das, 15 Jahre? Länger. Wo einfach nur von der Hand in den Mund als Kalli Thielen da die Mannschaft ausgewählt hat, wo ich Nummer 26 hatte, ja, da stand ein paar Granaten vor mir. Also das waren alle Nationalspieler. Das ist nicht mehr der Fall und die Zeit kann man nicht zurückdrehen. Der FC muss einfach mal eine Periode haben, wo sie auch 2-3 grandiose Spieler rausbringen,
Und die müssen dann teuer verkauft werden, um dann einfach wieder mal finanziell die Basis zu schaffen. Wenn man es nicht schafft, wie Karl-Heinz Thielen gesagt hat, diese ganzen Sponsoren auch für den Verein wieder interessant zu machen und oder dass die interessiert sind, für den Verein auch wieder mehr Geld zu geben. Mich würde interessieren, wie Kalli eigentlich zu diesen, wie bei Paris Saint-Germain zum Beispiel, ein großer Sponsor, wie er dazu steht, das würde mich mal interessieren. Mich auch, Herr Thielen. Allzeit trifft Neuzeit. Naja, das Wichtigste ist, dass du dich nicht abhängig machst, egal. Aber ich sage nochmal, wenn du Erfolg hast, wenn du faszinierend bist mit deinem Verein, dann kommen die von selbst und dann kannst du das bestimmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Uli Hoeneß sich von jemandem etwas reinreden hat lassen in seiner Zeit. Und man muss sagen, die Bayern, als die aufgestiegen, die hatten gar nichts. Das weiß ich. Die waren arm wie eine Kirschenmaus. Und das haben sie alles selbst geschafft. Und wir waren damals etwas voraus. Der FC Köln war ein Vorbild. Und das aus den Gründen, die ich eben genannt habe. Und die, sagen wir mal, das Sagen im Verein, das musst du immer behalten. Ich würde also nicht irgendwelche Rechte abgeben. Entscheidend ist, dass die Arbeit, die du machst. Als ich angefangen habe, hatten wir gerade die Radrennbahn. Da haben wir keine Zuschauer gehabt. Es gingen nur 25.000 Zuschauer rein. Und ich musste etwas machen, damit dieser Verein finanziell überlebt hat. Da habe ich einen Spieler verkauft, den Jupp Kapellmann. Das habe ich auch nicht gerne getan, denn der Jupp Kapellmann war ein Riesenspieler. Aber es ging nicht anders. Und dann habe ich das Glück gehabt, den Dieter zu kriegen für gar nichts praktisch. Also du musst mit den Leuten, die du hast, in dieser Richtung arbeiten. Deshalb sage ich nochmal, das Wichtigste ist, dass du gute Spieler kriegst. Natürlich bringen wir immer die Geschichte mit der Karte des 1. FC Köln. Das halte ich für übertrieben. Das ist für mich selbstverständlich. Diese Eigenschaften, die du haben musst, sportlich fair und so weiter, das ist doch klar. Der Sport ist doch sowieso, das brauche ich nicht zu erwähnen für meinen Wurf. Aber wenn ich für den 1. FC Köln arbeite, in irgendeiner Form, dann erwarte ich von dem, dass er weiß, was das für ein Club ist und dass er alles gibt, was er hat. Damit du auf dem Platz die besten Spieler kriegst. Das ist oft ein langer Prozess. Bei uns hat es auch 4 Jahre gedauert, bis der Weißweiler dann als Trainer kam und wir dann mit der Mannschaft, die wir hatten, deutscher Meister geworden sind und Pokalsieger. Das geht und das ist, muss das Ziel sein und nichts anderes und nicht nebenbei. Und der 1. FC Köln muss, wir sind es so gewohnt gewesen, wieder, wenn er irgendwo hinkommt und sagt, oh ja, Colonia. Jeder weiß das. Wenn du nach Südamerika kommst, mein Schwiegersohn lebt da, dann den 1. FC Köln kennen die. Ne? Und leider hat es etwas abgenommen. Nun hoffen wir, und das ist ja alle unser Wunsch, dass es wieder in die andere Richtung geht. Ich sage nochmal, die Mannschaft wird nicht absteigen, das glaube ich nicht. Und dann muss man mal versuchen, wieder in die andere Richtung zu kommen. Das wären so gute, warme Worte, Herr Thielen. Ich wollte trotzdem sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Aber ich habe noch ein paar Fragen, vor allem an Dirk Lottner. Dirk, erzähl uns mal kurz, machen wir einen Exkurs. Du bist in Cottbus, Energie-Cottbus-Trainer. Fühlst dich da wohl? Wo soll die Reise dorthin gehen? Wie sind die Pläne? Ja, wohlfühlen ist, glaube ich, schwer, wenn du als Kölner hier nach Cottbus fährst, letztendlich 3 Wochen nur am Leben teilnehmen kannst, bevor dann alles zugemacht wird. Du dir bis dahin noch nicht viel angucken konntest, keine Freunde hast, keine Bekannte hast. Dementsprechend pendelst du zwischen Wohnung und Köln. So war es halt jetzt mal. Wir sind ja seit Anfang November, dürfen wir nicht mehr spielen. Haben dann bis Anfang Dezember zumindest noch trainiert, in der Hoffnung, dass es im Dezember weitergeht. Im Dezember hieß es dann, erstmal passiert gar nichts mehr bis Februar. Ja, dementsprechend ist es natürlich schwierig hier. Grundsätzlich habe ich mir das alles ein bisschen anders vorgestellt. Cottbus ist ja schon auch ein Verein mit einer gewissen Tradition, mit einigen Möglichkeiten, dann auch zumindest wieder in die dritte Liga aufzusteigen. Ich habe die Mannschaft hier auf dem vorletzten Tabellenplatz nach 5 Spieltagen übernommen. Wir haben es dann Gott sei Dank geschafft, in den nächsten 7 Spielen jetzt auf Platz 8 reinzukommen, damit du wenigstens aus dem Gröbsten raus bist. Aber mein Ziel war natürlich, jetzt im Verlauf dieser Saison erstmal Abstieg vermeiden, eine Mannschaft weiterentwickeln und eine Basis haben, um jetzt zur neuen Saison halt den Aufstieg anzupeilen. Aber hier sind also ein paar Dinge auch passiert, ne? Neues Präsidium, Sportdirektor
weg. Also alles ein bisschen schwierig im Moment, plus Corona. Klingt ein bisschen wie Klein-Köln bei dir im Cottbus, was Turbulenzen angeht. Bitte nochmal. Klingt ein bisschen wie Klein-Köln, sage ich mal, von Turbulenzen her, die du erzählst. Trainer weg, Sportdirektor weg, also was kennen wir ja leider auch die letzten Jahre zu Genüge, ne? Ja, ich sage halt, für mich persönlich ist es halt schwierig im Moment, weil du halt keine Bindung hast, weder zu Fans, noch zur Stadt, noch zu irgendwas hier. Im Moment sieht es so aus, dass ich alleine nach den Trainingseinheiten zu Hause sitze. Darfst ja auch nirgendwo hin. Bist dann froh, wenn du mal 3-4 Stündchen zum Trainingsgelände kannst, mit den Jungs arbeiten kannst. Aber mehr ist es auch nicht. Und dementsprechend schwierig ist die Situation. Ich persönlich wünsche dir alles, alles Gute in Cottbus. Es klingt wirklich widrig und schwierig. Du bist aber, glaube ich, ein sehr, sehr guter Trainer, der seinen Weg immer gehen und finden wird. Trotzdem hoffe ich dich, dass wir eines Tages dich beim FC wiedersehen. Gerne auch als sportlicher Leiter oder Trainer, was auch immer. Besteht die Idee, der Traum bei dir auch noch? Ja, Träume darf man immer träumen. Ne? Und die muss man vor allen Dingen auch leben. Und ich wünsche mir natürlich, dass ich irgendwann mal wieder als aktiver Einfluss auf den 1. FC Köln nehmen darf. Das fände ich persönlich super und glaube, würde dem Verein auch sehr, sehr gut tun. Da bin ich dabei, Pilet Barski. Auch Sie sprachen so kompetent über Fußball, Jugendfußball, Scouting und. Horst Held, guter Freund. Köln ist ja auch schön aus Wolfsburg. Gibt es da nicht irgendwelche Ideen, nochmal an den Rhein zu ziehen? Ja, da muss ich jetzt enttäuschen, weil ich bin sehr froh, wo ich bin. Mein Sohn spielt bei der U19 bei Wolfsburg. Vielleicht kommt da was nach. Das macht dann auch Spaß zu sehen. Aber man muss auch wissen, was man kann, was man nicht kann. Und also das ist beim FC echt extrem schwierig. Es ist also nicht so, da kommt jetzt Dirk Löttner oder Pierre Barski hin, Hand auflegen und dann funktioniert nicht. Das ist ein bisschen vielschichtigeres Problem. Wir haben ja schon die Mitglieder angesprochen, wir haben das Finanzielle angesprochen und ich halte nichts davon, aus der Ferne mal zu sagen, naja, wenn ich da wäre, dann läuft das wieder. Dazu ist das einfach zu problematisch. Die Situation über die Jahre haben sich ja schon viele dran versucht. Und ich kann auch nicht zaubern. Und deshalb ist das, glaube ich, überlassen wir es mal dem Horst Held. Der hat es nicht so einfach. Mit Hand auflegen, mit Barski ist da nichts. Und ich fühle mich hier wohl und mache das, was ich kann. Und dann bin ich auch zufrieden mit meinem Leben. Das ist ja auch sehr schön. Wer kann das schon so von sich sagen? Dann ist man ja auch irgendwie angekommen. Also weiterhin an toi, 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 alles Liebe, alles Gute für Sie bei VfL Wolfsburg. Ja, danke. Dieter Müller, Sie haben ein Buch geschrieben. Das hat, glaube ich, fast die ganze Fußballdeutschen bewegt und war sehr aufschlussreich und sehr unterhaltsam. Und ich habe es versprungen. Wie ist die allgemeine Resonanz auf das Buch gewesen? Erzählen Sie mal davon. Ja, sehr gut. Die Leute, es hat das Buch sehr bewegt. Ich war sehr zufrieden. Es war für mich natürlich auch irgendwo ein Risiko zu sagen, ja, wie kommt das Buch an und gefällt das den Leuten? Das muss ich sagen, ich habe nur positive Resonanz gehört. Ja, das war ein bisschen schwierig mit Corona, ganz klar. Ich wollte ja verschiedene Lesungen machen in großen Buchhandlungen. Das ist ja alles flach gefallen, aber ich hoffe, dass ich vielleicht nach Corona die eine oder andere Lesung noch haben kann. Ja, das war ein sehr intensives war. Es ist natürlich so, wenn man sowas schreibt, so intensiv, so ein Buch, sein ganzes Leben aufarbeitet mit meinen ganzen Höhen und Tiefen, die ich hier hatte, dann nimmt es einen schon mit und es berührt einen auch. Und ich muss sagen, es war eine großartige Erfahrung. Ich habe es nicht bereut, dass ich es gemacht habe. Ja. Und zu diesem da gehört natürlich auch die großartige Zeit beim 1. FC Köln dazu, wo ich eine sehr, sehr große Dankbarkeit habe. Ja, das muss ich auch sagen. Ich habe auch eine große Dankbarkeit, auch so mit so großen Spielern wie Heinz Floh zum Beispiel, Wolfgang Overath zusammenspielen, da durfte ich zusammenspielen, Franz Beckenbauer, auch Bernd Schuster oder auch der Litti, der ja auch ein großartiger Spieler war. Und so ist mein ganzes Leben geprägt von großer Dankbarkeit und jetzt auch im Alter. Für mich kommt es nur noch darauf an, dass ich gesund bleibe. Und ich bin eigentlich ein sehr zufriedener Mensch. Und ich habe auch viel Glück gehabt. Und wenn man 31 Minuten Herzstillstand hat, dann weiß man auch, dass es viele Dinge im Leben gibt, die sind nicht so wichtig, sondern der Moment zählt, der Augenblick zählt. Und den genieße ich jeden Tag.
Toi, 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 alles Liebe, alles Gute. Und ich glaube, eines Tages wird es hoffentlich auch 2021 kommen, dass die Pandemie dann doch im Griff ist, zumindest halbwegs, und es wieder lockerer wird. Und dann machen wir eine Lesung in Köln über Lossmar Schwade, weil das ist das Buch und Ihre Anwesenheit auf jeden Fall wert. Würde ich mich sehr freuen. Nein, hat es auch viel Spaß gemacht. Ich habe es eben schon gesagt. Sie haben das sehr kompetent gemacht. Und ich natürlich mit Litti habe ich große Erinnerungen. Großartig. Wir haben uns immer mal auch mal gesprochen. Und Karl-Heinz Thien, da bin ich sowieso sehr verbunden. Und Dirk Lottner, ja, so, Sie haben es. Ein großer Trainer. Und ja, mir hat es sehr viel Freude gemacht dann. Herzlichen Dank. Schön, dass Sie dabei waren auf jeden Fall. Karl-Heinz Thien, bei Ihnen möchte ich auch mit einer persönlichen Frage abschließen. Sie sind, man sieht es ja, sowas von vital, rüstig, im Leben stehend, trotz Pandemie. Wie durchstehen Sie diese Zeit, die nun fast ein Jahr oder länger anhält? Wie macht man das als Familienmensch? Na, mir macht es nichts aus, dass wir, sagen wir mal, gewisse Auflagen erfüllen müssen. Ich habe einen großen Garten, der wird von Jahr zu Jahr größer, wenn ich immer älter werde. Und ich habe ein gutes Familienleben. Kinder sind gesund. Meine Frau ist immer noch hübsch. Was will man mehr? Das ist ein kölsches Mädchen. Ja, kochen kann sie auch. Und ja, ist alles in Ordnung. Ja, das klingt wirklich nach einem sehr schönen, wunderbaren Leben auf jeden Fall. Ja, das Ziel ist jetzt, ich bin jetzt 80, würde am liebsten noch 90 werden, weil, ja, ich freue mich immer, wenn ich meine Jungs sehe, jetzt die beiden Klassenspieler, kann ich immer nur sagen. Und der Dieter hat auch bei meiner Frau einen Stein im Brett. Weil der Dieter Müller ist der einzige Spieler, der bei einem Besuch bei mir zu Hause meiner Frau einen Blumenstrauß mitgebracht hat. Oh. Und das wird sie nie vergessen. Der Dieter weiß das. Also mir geht's gut. Vielleicht geht es dem FC bald wieder besser, dann geht es uns auch besser. Heute ist ein Anfang gemacht auf jeden Fall einen sehr, sehr wichtigen Derby-Sieg, der ganz Köln strahlen lässt. Kurz aber nochmal, Marcel, wir müssen noch ein ernstes Thema zumindest ankritzeln. Diese Mediendirektor-Poste diese Woche. Was ist da für unsere Zuhörer, Zuschauer in nicht allzu vielen Worten schiefgelaufen und wie kann man das wieder gerade biegen? Alles, aber man hat es ja gerade gebogen. Das war schon mal eine gute Reaktion. Ja. Also es ist für mich völlig unverständlich, wenn du eine Agentur beauftragst, die ein Jahresgehalt, also eine sechsstellige Summe bekommt dafür, dass sie einen geeigneten Kandidaten findet, dass sie dann, wenn sie meinen, sie haben einen Kandidaten gefunden, nicht auf die Idee kommen, mal kurz ein bisschen zu checken, was hat er denn gemacht in seiner Vergangenheit und dann den sozusagen da in die Sitzungen zu schicken. Ich kann Horst Held und Alex Werle und so verstehen, die sagen, also wenn da ein Casting stattfindet und dann kommt jemand rein, der macht einen guten Eindruck auf uns, also dann ist es nicht deren Job, dann noch mal unterm Tisch zu googeln, was hat er denn so gemacht oder sowas. Dafür hast du eine Agentur, die das im Vorfeld ausgesucht hat und die hat dort einfach versagt. Da ist ja auch die Konsequenzen gezogen worden, dass der Interimsmedienchef auch nicht mehr im Amt ist. Und jetzt wird es natürlich schwierig, weil ich weiß gar nicht, wer die Nummer 2 und Nummer 3 damals im Casting waren, wenn derjenige dann... Du warst nicht dabei? Nein. Ich fühle mich hier noch, haben tolle Aufgaben hier und viele, viele Sachen noch vor. Und also das ist bitter. Aber wiederum, wie gesagt, ein starkes Zeichen, wie schnell es auch gehen kann, wenn eine gewisse Dynamik reinkommt und wenn Fans und Mitglieder ihre Meinung äußern, dass der Verein dann nicht darüber hinweghört und sagt, das interessiert uns alles nicht, ob die Mitglieder ihre Probleme mit der Person haben, sondern dass dann da reagiert wurde und das wieder aufgelöst wurde. Aber wie gesagt, es passt halt in so vielen Punkten, die schieflaufen in Geisbockheim. Aber wie gesagt, heute war ja erstmal ein schönerer Tag. Dann würde ich ungern mit dem Schlusswort bei vier so tollen Spielern über einen Mediendirektor enden. Das passt dann nicht von der Höhe. Daher, ich möchte noch eine journalistische Frage nutzen, wenn ich dann schon dabei bin, wenn wir nämlich schon einen Verantwortlichen vom VfL Wolfsburg da haben und der ja gute Drähte zu Horst Held hat und der Jörg Schmadtke auch ein Herz noch an Köln hat. Braucht Wolfsburg denn in der nächsten Saison Elvis Redspecial überhaupt oder könnten wir den nicht vielleicht noch ein Jahr ausbilden hier in Köln und ihm Spielpraxis geben? Ja, ich glaube, das haben Sie ja schon gesagt, hat es ja schon gesagt, der
das ist eine Entscheidung, die Jörg Schmadtke treffen wird und der Trainer. In der Form ist er für uns auf alle Fälle also interessant, aber da muss man auch immer Entscheidungen treffen, wo der Spieler sich wohlfühlt. Und Yannick Gerd war ja auch auf dem Sprung, er hat aber dann doch ein Gefühl gehabt, eben mehr bei uns bleiben zu wollen. Und ich glaube, bei Elvis lassen wir ihn den FC retten und machen uns dann nochmal drüber Gedanken. Im Moment funktioniert es bei ihm gut und beim VfL. Du kannst das nicht pauschal sagen, der soll jetzt wieder zurück. Ich glaube, da sind ja noch ein paar Spiele, stehen da noch, weiß ich, 10, 12 Spiele an. Und dann sehen wir weiter. Aber in der Form ist er natürlich für jede Mannschaft interessant. Und offensiver, also ein Achter, der auch Tore macht, das suchen ja alle. Deshalb können wir mal gut gebrauchen, auf jeden Fall hier. Und hoffen, dass uns diese Saison noch viel, viel Freude machen wird. Kurze Schlussrunde. Fragen wir in die Runde. Mit der Glottner fangen wir an. Wo wird der FC die Saison beenden? Welcher Tabellenplatz? Ich habe eben schon, haben wir schon bei uns in der WhatsApp-Gruppe ein bisschen geflaxt. FC heute Sieg, nächste Woche Sieg, dann ist Karneval und dann wäre der FC am 11. Tabellenplatz. Das passt gut zum Karnevalszeit. Also wenn sie dann am Ende der Saison dort landen würden, hat keiner was dagegen. Können wir mitleben. Dieter Müller, wo landet der FC zum Saisonschluss? Ja, ich denke mal auf dem Platz, wo sie jetzt gerade stehen. Ich denke mal, das hat den unheimlich Selbstvertrauen. Es war ein ganz wichtiges Spiel heute und die Mannschaft ist jetzt auf einem guten Weg und ich denke mal, dass sie da die nötigen Punkte auch einfahren. Und wir haben Fußball ist Software, Selbstvertrauen und ich denke mal, dass das Spiel jetzt auch der Mannschaft, dem Verein, auch den Leuten im Umfeld Selbstvertrauen geben sollte und dann denke ich mal, wenn sie den Klassenerhalt schaffen. Wunderbar. Karl-Heinz Thielen, Saisontipp, 1. FC Köln. Platz 10. Pierre Barski. Kalli, der 10, das meinst du jetzt nicht ernsthaft, weil du Umgebung Köln positiv halten musst, oder was? Die haben noch ein paar Sachen vor der Brust. Die spielen, glaube ich, noch Bayern spielen sie bald, Leverkusen. Das ist ein ganz, ganz unbequemer Weg noch. Und wenn sie auf 14, 15 reinkommen, dann glaube ich, ist das nochmal ganz gut gelaufen. Papier, aber wir haben die Punkte gegen gute Vereine geholt. Und nicht gegen die schlechten. Also wir haben in Dortmund hat doch keiner geglaubt, dass wir in Dortmund gewinnen. Das hat doch kein Mensch geglaubt. In Gladbach, kein Mensch hat geglaubt, dass wir in Gladbach gewinnen. Ich will nur sagen, die anderen kochen auch mit Wasser. Und wenn es dir gelingt, dieses mannschaftliche Gefüge wieder aufzurichten, dazu Selbstvertrauen zu kriegen, dann, sagen wir mal, körperlich zu spielen wie die Union Berlin das macht, das ist ja auch erstaunlich. Dann kann dieser 1. FC Köln auf diesem Platz landen am Schluss, denn die anderen können auch nicht fehlen. Ich bin da völlig Ihrer Meinung, Herr Thiel. Da würde der Marcel aber auch wieder, wenn die FC 10. wird, was meinst du, was dann die FC-Fans sagen? Nächstes Jahr geht es um UEFA Cup, ne? Selbstverständlich. Marcel Schwammborn, wo wird der FC am Saisonende landen? Ja, ich habe auch alles Hauptsache überm Strich, aber ich finde auch, Lotte hat einen guten Vorschlag gemacht, so für die faste Laufenswoche Platz 11, fände ich auch sehr charmant. Und Hauptsache am letzten Spieltag geht es auch für Schalke um nichts mehr, damit wir nicht wieder so ein Desaster letzten Spieltag haben wie in der letzten Saison, wo wir uns nachher noch was nachsagen lassen müssen. Das wäre erfreulich, das stimmt. Also vielen, vielen Dank in die Runde. Ich persönlich muss betonen, ich war sehr, sehr nervös, mit so vielen herausragenden Persönlichkeiten, tollen Fußballern zusammenzusitzen, wenn auch nur virtuell. Es hat viel, viel Freude gemacht. Herzlichen Dank. Bitte, bitte gesund bleiben die nächste Zeit. Dem FC die Treue halten. Allen Zuschauern, Zuhörern möchte ich sagen, macht endlich euer Kölsch auf. Hört Fastelovensmusik. Wir haben 5. Jahreszeit. Der FC hat gewonnen. Ein schönes Restwochenende. Vielen, vielen Dank auch an Losmar Schwader, die dieses tolle Format immer wieder möglich machen. Und dazu gehören natürlich auch Sponsoren. Ich nenne zum Abschluss noch schnell unsere Hauptsponsoren. Das ist WVM, E-Werk und Palladium, die Firma Seelgross, wunderbar leckerer Gin de Cologne, Intersport Helger, das Wirtshaus am Markt in Pulheim, Manfred Zehnder vom Hähnchen, einer Kultkneipe in der Kölner Innenstadt und Marcel Eupen. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ihr macht uns und vielen, vielen anderen Menschen damit viel Freude. Herzlichen Dank und wir sind Derby-Sieger. Einen schönen Abend noch. Tschö. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschö.